Das war relativ schwierig, hier in dieser Gegend, in der Nähe der Ausstellung, einen Platz zu finden, der passt, aufgrund der Bodenbeschaffenheit. Wir mussten hier Abraustrassen deponieren. Das sind so Aluminiumplatten, die verhindern, dass die Fahrzeuge im Boden einsinken. Wenn man nicht Vorkehrungen treffen würde, würden die Fahrzeuge im Boden versinken. Und es gäbe einfach einen grossen Morast für die Zuschauer. Mein Auftrag ist, die Wamagri-See mit unserer Schwimmbrücke 90 die Bevölkerung von Oberägeri auf Morgarten anzubringen. Nein, es ist schon ein cooler Job. Eben, Zustand ist man immer für sich und ja, sieht nichts. Und hier ist ein bisschen etwas los, das macht es sicher interessanter. Sonst die Schwimmbrücke fahren auf dem See ist für uns eigentlich nichts Neues. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Aber eben, vor allem der Kontakt mit der Bevölkerung ist sicher interessant. Das ist wunderbar, hier sein zu dürfen. Erst einmal mittendrin in diesem Parcours in der Natur, wo die Armee sich vorstellt, und zwar in seinem Element. Und dazu noch alle die Milizsoldaten, die da mitmachen, alle die Milizsoldaten, die mit ihrem Herz, mit ihrer Hingabe und auch mit ein bisschen Humor das weiterziehen werden. Wunderbar. Die eigenen Stände anschauen von der Armee und schauen, wie sie die einrichten, ob sie konform sind und ob sie für die zivile Bevölkerung passen. Es kommt sehr gut. Es gibt noch einiges zu tun. Es ist sehr viel Arbeit, die jetzt noch ansteht. Aber alle Stände haben schon sehr professionelle Einrichtungen, sind inzwischen auch schon erfahren mit diesen Auftritten und werden der Bevölkerung ganz eine coole Show zeigen. Wir freuen uns vor allem auf die vielen Zuschauer, die kommen und das grosse Interesse, das die mitbringen an der Armee und an unseren Gefechtsfahrzeugen. Das ist immer das Spannendste, die Augen der Kinder, von den Erwachsenen, von den ganzen Leuten anzuschauen und schauen, wie es strahlen, wenn sie die Armee vor Ort sehen, mit ihren ganzen Mitteln, mit der Vollbesetzung. Auf das freue ich mich ganz speziell. Ja, ich bin ein Tessiner, oder? Aber ich probiere trotzdem auf Schweizerdeutsch. Kommen Sie in Egerital!